der Stand im Moment ist sehr, sehr gut. Wir haben viele Rennen gewonnen dieses Jahr. Wir sind mit der gesamten Saison zufrieden. Das einzige Wermutstropfen, den wir zu verkraften haben, ist halt der zweimalige Ausfall von Sabrina Wand, die im Frühjahr lange mit einem doppelten Beckenbruch ausfiel. Und als sie nach 4 Wochen sich mit guter Form zurückgemeldet hat, hat sie sich ein Innenband und Kreuzband gerissen am Knie und fällt jetzt bestimmt nochmal für ein halbes Jahr aus. Es ist ja jetzt schon fast, dass die Saison zu Ende geht. Wir haben jetzt im Grunde genommen schon Mitte September, dann sind es noch den Oktober und dann ist die Saison zu Ende. Und viele große Ziele sind nicht mehr auf dem Trapez. Vielleicht noch 1-2 Auktionsrennen für 2-Jährige-Pferde. Da denke ich vor allen Dingen an Bavarian Beauty, die in Baden-Baden recht ordentlich gelaufen war. Und ansonsten konzentriert man sich schon wieder auf die Jährlinge, die in absehbarer Zeit kommen oder beziehungsweise schon da sind.